Seelentröster, treuer Freund und Weggefährte. Wir haben uns dafür entschieden, einen Teil unseres Lebens mit dem besten Freund des Menschen zu verbringen und haben unsere Herzen in die Pfoten unserer Hunde gelegt. Der Wunsch nach Harmonie und Liebe ist groß. Gemeinsame Augenblicke der Zufriedenheit schaffen, Spaß am Leben zu verspüren und jemanden an unserer Seite zu wissen, der uns so nimmt, wie wir sind und immer auf uns wartet. Doch die Realität sieht oftmals anders aus. Das Zusammenleben mit dem Hund ist zu einem Konflikt geworden. Mensch und Hund isolieren sich zunehmend. Die eigentlich schön angedachten Spaziergänge werden zum Alleingang und zur Tortur. Aggressionen an der Leine, fehlender Respekt und Probleme beim Rückruf dominieren den Tagesablauf. Man fragt sich, soll das nun mein Leben sein? Habe ich dafür einen Teil meines Herzens abgegeben? Werde ich meinem Hund überhaupt noch gerecht? Ich wollte doch nur ein entspanntes Zusammenleben und jetzt befinde ich mich in einem Stresskreislauf. Wir suchen uns in unserer Notsituation professionelle Hilfe bei Hundetrainern und studieren etliche Hunderatgeber. Doch der Erfolg bleibt oftmals aus. Ich erkläre dir, warum. Durch meine jahrelange Begleitung etlicher Mensch-Hund-Gespanne ist mir Folgendes aufgefallen. Die Lösung der Probleme ist die Behandlung der Ursache, nicht der Symptome. In einer schnelllebigen Zeit, in der jeder Augenblick an uns vorbeirauscht, wir von einem Ziel zum nächsten hetzen, verlieren wir uns. Wir erziehen uns zu funktionieren und verlieren die Beziehung zu uns selbst. Wie soll ich eine Beziehung zu meinem Seelenspiegel aufbauen, wenn ich keine Beziehung mehr zu meiner eigenen Seele habe, zu mir als Mensch? Glaubst du, was du denkst, oder lebst du, was du fühlst? Auch ich habe mich verloren. Es liegt mehr als ein Jahrzehnt zurück. Ich litt unter einem Burnout und führte lediglich nach außen ein tolles Leben. Ich hatte mich auf meinem Weg verlaufen, doch ich habe mich wiederfinden lassen. Durch meinen Willen, den Mut und die Kraft fand ich wieder nach Hause zurück, zurück zu mir selbst. Mein Hund war von nun an mein Lehrer und er zeigte mir, wie es ist, im Hier und Jetzt zu leben, bedingungslos zu lieben und einfach glücklich zu sein. Er flüsterte mir ins Ohr: Durch uns Hunde könnt ihr Menschen lernen, wieder menschlicher zu sein. Lass dich auf diese wundervolle Reise ein. Kurz gesagt, das ist die Geburtsstunde des Weggefährtenprinzips. Für mich war von diesem Moment an klar, jedes Problem ist nur so groß wie der dazugehörige Gedanke. Ich durfte wieder lernen, mich zu fühlen, mich selbst zu lieben, mir zu verzeihen und der beste Weggefährte für mich und meinen Hund zu sein. Er zeigte mir deutlich, er möchte nicht erzogen werden, er möchte verstanden werden, er möchte geliebt werden und er möchte einen Sozialpartner haben, dem er vertrauen kann und der auf seine Bedürfnisse eingeht. Wir müssen also in erster Linie die Beziehung zu uns selbst aufbauen, um zu verstehen, was unser Hund von uns erwartet und was er sich wünscht. Wir dürfen lernen, wie sensibel unsere vierbeinigen, beseelten Weggefährten sind und wie klar und deutlich sie miteinander kommunizieren. Und du darfst lernen, ihr Schüler zu sein. Lasst uns diesen Weg, den ich bereits gehen durfte, nun noch einmal gemeinsam gehen. Lasst uns bessere Weggefährten für uns selbst, aber auch für unsere Hunde werden. Ich reiche dir jetzt meine Hand, so wie mir einst die Pfote von meinem Hund gereicht wurde, und begleite dich auf deiner Reise zu dir selbst. Ich verspreche dir, du wirst erstaunt darüber sein, was du alles über dich erfährst und welche Auswirkungen dies auf eure Mensch-Hund-Beziehung hat. Dein Hund wird sich endlich verstanden fühlen und dich als vollwertigen Weggefährten nicht nur akzeptieren, sondern respektieren und lieben. Die Freundschaft zwischen dir und deinem Hund ist keine Formel mehr. Sie ist ein Gefühl. Komm mit mir und folge mir auf unserem Weg.
Du hast den ersten Schritt gemacht und nichts und niemand kann dich jetzt noch aufhalten. Eurer gemeinsamen Reise als Weggefährten wird nichts mehr im Wege stehen und ihr kreiert euch eure eigene kleine harmonische Welt. Voller Respekt, Liebe und Vertrauen.